Ja, in der fünften Folge geht's jetzt wieder weiter. Let's play Prey in der Sigmod Edition. Dann wollen wir auch gar nicht mal so lange uns aufhalten. Wir müssen nochmal ein Spiel laden, was wir zum Schluss hatten. Jetzt hatten wir, ja, Bruchlandung. Das passt ja wie die Faust auf den Eimer. Nein, heißt glaube ich anders. Jawohl. Also, wir haben hier Folgendes. Wir haben auf jeden Fall schon mal irgendwo hier so ein Portal gesehen, wo wir uns mal wieder umdrehen können. Also aufs Dach oder in eine andere Dimension. Jetzt müssen wir garantiert darüber kommen. Bloß, wie machen wir das? Die Angreifer haben wir hier weggeballert. Das heißt also, ich werde doch mal hier oben. Okay, jetzt bin ich hier gelandet. Und jetzt? Aha! Ich krieche mal hier eben runter. Was, was, was? Man muss ganz leise sein. Oh, und hier können wir durchs Fenster gucken. Und das sieht so aus, als würden wir jetzt rüberkommen. Das ist doch gut. Ja, seht ihr? Ja, das wäre ja unlogisch, wenn wir das nicht. Wow. Ja, dann. Okay, können wir uns hier wieder aufladen? Oh, jetzt haben wir hier zwei verschiedene Waffensorten. Entweder das rote, was ich eigentlich pervers gut finde, bis jetzt. Aber Blitz ist besser. Das ist aber, glaube ich, Eis. Ja, das ist Eis. Hier kann man sich noch ein bisschen aufladen. Und mein Vogel hat mich wohl verlassen. Der ist noch nicht da. Der ist auch. Oh, was ist denn hier los? Oh, hier. Tommy TV. Der ist auch nicht in allen Levels gleichzeitig da. Vielleicht fliegt er einen anderen Weg. Man weiß es nicht. Oh. Ja, ich nehme mal wieder hier meine Zieleinrichtung vor. Die Waffe mit der Zieleinrichtung. Oh. Ach, Mann. Irgendwo war da noch ein People. Ah, da ist er wieder. Mal ist Talon wieder. Und da ist. Ah, Mist! So was Beklopptes jetzt aber auch. Ja, dann haben wir hier. Wenn das nach dem Tod so aussieht, ey, dann will ich ja lieber nicht sterben, ey, oder. Also, das ist wirklich übelst. Das will ich jetzt aber. Oh, schickt er mir auch noch eine Bombe dahin. So durch. Ah, da hinten ist auch noch einer. Vogel gerade. Oh, noch einer. Ach, da oben. Vielleicht sollte ich mal die Waffe wechseln. In jeder Ecke lauert so ein Heinz. Okay, durch den Felsen geschissen, geschossen, sorry. Ja, Roten sind mal wieder hier nicht da. Ah, super geil. Wo ist jetzt einer? Da hinten ist er. Ups, was schmeißt er denn da? Irgendwas ist doch hier wieder im Busch. Ach, da ist er. Okay, nein! Ich will hier ein bisschen Power safen. Ah, nur für den Spirit. So, Dille. Danke, Tellen, dass du wieder da bist und mir ein bisschen geholfen hast. So, das heißt also wieder hier mal
Das Kraftfeld aktivieren, nein, deaktivieren, indem ich wieder hier in Spirit-Modus gehe und hier drauf drücke. Geht's denn weg? Es geht nicht weg. Warum geht's nicht weg? Was passiert bitte sehr? Was habe ich denn jetzt aktiviert, bitte sehr? Ah! Oh Mann! Surrender. Ja, ich surrender hier aber nicht. Super. Ja, nützt nix. Hier ging der Fahrstuhl hoch, in dem ich dann sozusagen hier durchgegangen bin. Dann ist ja gut. Jetzt müssen wir mal zusehen, dass wir hier alles geklärt haben. Haben wir auch. Oh. Nee. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie. Nein, das ist kein Portal in der Kiste, sondern. Jetzt bin ich gespannt. So, jetzt gehen wir hoch. Wunderbar. Oh, 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 oh. Okay. Da sind wir mal raus hier. Oh, spannend. Dafür, dass ich nicht Waffen werfen sollte, sondern die Teilchen hier. Das sieht doch sehr danach aus. Ich speichere mal ab. Ah Mann, dann werde ich mal vorbereiten hier, indem ich mal hier diese lustigen Krabbler auswähle. Und irgendwo wird doch gleich wieder irgendwas passieren. Irgendein Portal. Uah. Uah, ekelhaft. Nee, passiert doch nichts. Uah. Okay. Muss ich denn unbedingt gegen diese Leichenhainis stoßen? Okay, hier kommen wir nicht weiter. So, Talon, bitte übersetz mir das mal. Okay, Jägermutter ist die Proteinabweichung in diesem Bereich. Ist der A. Meint die mich etwa damit? Ja, genau. Guck mal, da ist Talon. Ah, okay. Ich muss von dieser Seite rein. Oh yeah. Portal. Aha, hier gibt's ganz viele. Okay, hier mal runter. Machen wir da was hin. Oh ja, super geil. Hat es eh mein Dings gleich alle. Meine Waffe. Was ist das denn hier? Puzzlestücke. Quadratische welche? Moment. Spirit Factor vielleicht nehmen. Aha. Ist der immun? Nee, doch nicht. Schon, der wäre immun. Also, hier gibt es nichts Neues. Dann habe ich irgendwie hier was vergessen zu nehmen. Nee. Oder? Schauen wir mal. Muss ich hier rüberspringen oder was? Oder wieder was? Das sieht so aus. Oh Leute, nicht sowas. Bin ganz schlecht in sowas. Aha, okay, Dann wollen wir hier eben rüberlatschen. Und speichern. Sodele. Gucken wir uns das mal genau an. Das sieht aus wie ein. Ah, wie so ein riesiges Quake-Symbol.
Ja, wir wollen mal dich nochmal nehmen. Gucken mal, wie das hier sich verhält. Also hier ändert sich was. Ja, da kann ich nicht rüberspringen, glaube ich. Dann falle ich runter. Okay, also nochmal genau gucken. Und der ist irgendwie kaputt. Jawohl, was haben wir denn hier? Übersetz mal bitte, Talon. Na, wir wissen, was ich hier auslöse. Na, am besten mal den Schalter auslösen. Was stand da? Geht gar nichts. Ach, da unten tut sich was. Ach, du liebes Lieschen. Was sind das? 12 Zylinder mit Nockenwellen oder ohne Nockenwellen? Mit Ventilen. Hahaha. Hier kann ich auch was machen. Ach so, ja, scheiße. Ich kann mir die Feinde hier rüberholen. Das ist scheiße jetzt. Das hätte ich lieber nicht machen sollen. Also, merken, dieses Symbol schaltet den Alarm an oder aus. Ja, was jetzt? So. Verstehe. Ja, das ist sehr dimensional. Speichern wir mal ab. Oh! Ich dachte, die will jetzt zerquetscht oder sowas. Nee, doch nicht. Das war jetzt falsch. So, das ist jetzt wirklich was für 3D-Denker hier. Ich muss doch... ja, du bist da oben, toll. Nein. Aber bis man das geschafft hat, Leute. Ja, super klasse. Jetzt bin ich schon wieder hier. Ich komme auch nicht weiter. Hier brauche ich nicht mehr durch. Das heißt, ich darf jetzt hier nochmal rüber. Hä? Jetzt bin ich ein bisschen perplex. Das wird doch nichts. Da falle ich doch immer wieder hier rein. Nee, ne? Oder so. Hab was falsch gemacht, glaube ich. Oder bin ich hier doch richtig? Nein, jetzt bin ich hier wieder. Mhm. Das Ding hier abschalten. Das würde ich mal so. Nee, geht auch nicht. Bleib ich denn drauf, wenn ich jetzt hier rüber springen sollte? Nein, bleib ich nicht. Oh, Manometer ist das Dülle. Okay, hier ist auf jeden Fall ein kleiner Absatz. Dann muss man so versuchen, indem wir erstmal nur auf den ersten drauf springen. Ah, diese Strafe, die nervt. Bleibe ich hier? So. Ah, das geht doch auf. Okay. Wunderbar. Alles klar? So, hier darf... Ja, hallo, wie komme ich denn dann... Dann komme ich hier lang und mache einen Ziehenkreis. Okay. Hier bin ich hochgekommen. Und nochmal... Ach so, hä? Ist das durcheinander? Also, sodele. Und ziehe ich hier einen Kreis, das ist doof. So, was war denn hier? Genau, richtig. Jetzt bin ich hier angekommen. Ach! Nicht abschießen. Ja, ich hab doch was gemacht. D-
indem ich das aktiviert habe. Wo ist jetzt hier der Hint? Habe ich irgendwas hier vergessen, vertauscht? Vielleicht muss ich einfach nur mal gucken, ob ich hier irgendwie was finde, entdecke. Nein, es gibt ja auch kein Zeichen hier auf dem Boden. Schwierig, schwierig. Ekelig, schwierig. Ich hier mal. Genau gucken, wo wir hier rauskommen. Ich bin blind oder was? In der Leitung war es. Oh nein! Komme ich hier nicht raus oder was ist los? Ja, ja. Was macht der bloß für Mist? David. Ja, alles klar. Ja, das erfordert Übung. Ich habe da schon seit 5 oder 6 Jahren nicht mehr gespielt, dieses Spielchen. Toll. Immer wenn ich springen will, dann falle ich runter. Das ist echt nicht schön. Und wenn man zu fix ist, so wie ich, und nervös, dann funktioniert das auch nicht. Also Concentration. Jetzt sodele, sodele, sodele. So. Okay. Jetzt bin ich wieder hier. So, hier haben wir natürlich den Schalter aktiviert, damit diese lustigen Zylinder sich hin und her bewegen. Aber jetzt komme ich irgendwie nicht so ganz weiter. Ja, falls es einen kleinen Ruckler gegeben haben sollte, sichtbar im Bild. Ich will euch nicht damit strafen, die ganze Zeit, wenn ich hier irgendwelche Wege versuche. Und ich falle immer wieder runter. Deswegen ist mir aufgefallen, ich mache das Ganze mal ganz ruhig. Exakt. Das war knapp. So, jetzt bin ich eben auf der anderen Seite. So, hier würde ich ja wieder runterfallen. Das heißt, ich gehe mal einmal hier rum. Weil ich muss auf diese Plattform hier kommen, ne? Auf diese komisch halbrunde Plattform. So, nur die in der Ruhe liegt die Kraft, sag ich euch. Sodele, zack. So, gucken, wo ist diese Plattform, diese ruhige? Die ist dort. So, wie wird das? Oh, das war ja knapp. So, jetzt. Oh nein! Oh. Ich muss nochmal neu laden. Sorry, Leute. Ja, Manometer, Manometer. Okay, also nochmal zum Zurückverfolgen. Zack, gehen wir ungefähr bis hier hin. Warten Sie da bis hier hin. Jetzt falle ich runter. Dann hier die Haftung. Und jetzt muss es aber klappen. Ich habe keinen Bock, das schon wieder irgendwie zu machen. So. Lala. Ja, lieber mehr Zeit nehmen, als speedmäßig durch die Gegend zu fetzen. So, da ist die Plattform, da müssen wir hin. Zack. Das heißt, diese hier. Da sehen wir auch, hier geht es hoch. Zu einem weiteren. Aber wohin muss ich denn dann? Runter oder was? Ist das wirklich so? Alles klar. Hier gibt es nur Waffen. Okay. Jetzt bin ich hier gelandet. Jetzt ist meine Orientierung futsch. Ich bin ja jetzt hier. Wie fall ich denn, wenn ich jetzt. Nee, von da bin ich gekommen, Leute. Also ein 3D-Labyrinth, das ist ja Hammer hier. Okay, ich speichere mal ab. Einfach mal hier rübergehen. Ja, das war klar. Okay, dann werde ich mal wieder neu einladen.
Ja, das ist nicht einfach. Deswegen heißt ja auch dieses Kapitel Bruchlandung. Du machst ja nur eine Bruchlandung nach der anderen. Vielleicht muss ich irgendwie nochmal hier hin und genauer gucken, indem ich hier auf die Plattform gehe. Ja. Wo ist denn hier lang? Geradeaus, weiter. Nein, da bin ich ja her. Ach Mist, where is the hint? Dann speichere ich nochmal ab. Ja, auch hier musste ich wieder kurz überlegen, also ein bisschen kurz vorher gucken, weil mir ist nämlich aufgefallen, wenn ich einfach nur einen Schritt nach rechts mache, komme ich wieder zu einem anderen Portal und wir kommen endlich durch. Nein! Schon wieder so ein Teil? Ich glaub's jetzt nicht, bin ich im Kreis gegangen. Nein. Ich glaub's halt überhaupt nicht. Ich verzweifle an dieser Level. Leute, ich verzweifle echt an dieser Level. Dann lade ich nochmal ein. F neu, drück erneut, um das Spiel zu laden. Genau, richtig. Also da komme ich da wieder. Nö. Hä? Ich brauche echt jetzt mal eure Hilfe, sonst kann ich nicht weitermachen. Henning, bitte, bitte sag mir Bescheid. Ich stehe hier auf diesem markanten Plattförmchen. Und hier ist doch das Gleiche, oder was? Oder wieder was? Obwohl, da ist ja mein Talent eigentlich. Wieder nicht. Und hier komme ich ja auch nicht rein. Ja, ist klar, das Gebiss macht mir nicht auf. Ja, jetzt gehe ich hier wieder zurück. Hier war ich definitiv schon. Also das ist jetzt echt meine Bruchlandung. Gehe ich mal hier weiter. Das muss ich mich eben orientieren. Wenn, dann würde ich nach links fallen, ne? Ja. So. Was jetzt? Hier bin ich ja nicht weitergegangen. Alter Schwede. Ja, ich würde da nach links fallen. Auf der linken Seite. Oh nein! Super klasse. Ich glaub's nicht. So, also. Ich habe ja hier auch was übersehen, kann ja sein. Hier ist ja nämlich so ein Brückig. Kann ja sehen, dass ich irgendwas übersehen habe, ne? Moment mal. Aha, wenn ich den Spirit Mode mache, dann komme ich nicht weiter, ist klar. Dann wird das alles sozusagen aufgehoben, logisch. Und als Spirit Mode müsste man ja schweben. Jesus Christ, da oben ist der Vogel. Das heißt also, ich soll dir folgen.
Talon, my Pet Hawk. I have to follow my Talon Pet Hawk. So, wo bist du jetzt? Ich sehe ihn nicht mehr. Guck mal. Oh. Da ist er. Hier würde ich nach links fallen. Das bringt ja nichts. Dann bin ich ja wieder unten. Oder? So. So, was sagst du mir denn? Jetzt bin ich ja wieder hier. Ach, du liebe Liese. Danke. Oh, ich soll auf meinen... Ach, Leute. Das ist jetzt echt... Tut mir jetzt schrecklich leid, dass ich ja so lange gebraucht habe. Es ist sehr lange her, dass ich... Ja, ich weiß, da ist wieder ein Heinz irgendwo am Labern. Gut. Wo ist er? Da oben. Ah, Mist. Okay. Gleich mal speichern. Irgendwas. Der ist schon tot. Wow. Aha. Da haben wir wieder so einen Laser. Sag mal. Okay, ist alle kaputt. Ja. Also man könnte sagen, das ist ein Blind Let's Play. Wieso ist denn jetzt hier alles plötzlich? Nee, ja, ach, das ist Blitz. Wieso bin ich hier? Die schweben da oben rum. Okay, jetzt müssen wir wieder anders denken. Eine andere Dimension. Ich bin sozusagen hier. Oh nee, soll ich das machen? Nee, ich muss erstmal weiter gucken. Vielleicht gibt es ja noch einen Hint. Super klasse. Ach, da ist er. Geschafft oder hat er sich jetzt gerade eben selbst genutzt? Jetzt muss man hier wieder ganz anders denken. Das haben wir eben gerade beim Kapitelbruchlandung ja gesehen. Aber wie komme ich denn da oben an die Decke? Ich will hier genau absuchen, ob es hier noch irgendwas gibt. Hier kann man durch. Aha. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Ja, okay. Hilfe. Also, ja, okay, da bin ich rausgekommen. Ja, das bringt ja nichts. Ah ja. So, da wollte ich doch hin. Ach, so liebes bisschen, okay. Das sind jetzt alles gesonderte Portale mit eigenen... Oh Gott, nee. Mit eigener Gravitationsregulatur oder wie soll ich das nennen? So, 27, 24.
Das heißt, mein Baby, mein Hawk, mein Pet Hawk bringt mich jetzt garantiert irgendwo zu einem Terminal. Erstmal hier mal Waffen aufnehmen. Ja. Ja, wir müssen gut suchen. Wo haben wir denn noch ein... Wo muss ich das eingeben? So, ich sehe immer meinen Tellen hier rumfliegen, fliegt über mich weg und schon ist er weg. Ja, so, ja, ich muss wieder durch den Mund durch. Alles klar. Blas mich an hier. Irgendwo kommt doch wieder was raus. Ah ja. Okay. So. Was war das? 27, 24. Ja, liebe Leute, bevor ich hier durchgehe, mache ich jetzt für die 5. Folge erstmal Schluss. Sorry für diese Durcheinander in diesen komischen Labyrinthen, aber ich habe es lange nicht mehr gespielt, aber dennoch bin ich weitergekommen. Gebt mir ein Abo, schreibt einen Daumen oder umgekehrt einen Kommentar. Ja, dann sehen wir uns in der 6. Folge wieder. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Tschüss! Jetzt gemacht, Task Manager.